letztlich ist es ja schon auch ein gesellschaftlicher Auftrag, den wir haben, die Klimaziele einzuhalten, die wir uns als Gesellschaft auch gesetzt haben. Erneuerbare Energien werden in dem Zusammenhang, gerade was die Stromerzeugung angeht, eine hervorragende Rolle spielen. Bei einem zunehmenden Anteil von erneuerbaren Energien kommt es letztlich zu einer erhöhten fluktuierenden Einspeisung. Letztlich, wenn der Wind weht, ist mehr Strom zur Verfügung da. Wenn die Sonne scheint, ist mehr Strom da. Nachts ist mit Solarstrom nicht allzu viel. Diese fluktuierende Einspeisung muss letztlich abgeglichen werden mit dem, was wir an Demand sehen, was wir im Grunde genommen an Verbrauchsdaten sehen. Und dazu bedarf es Speichermedien. Da kann der Wasserstoff wirklich eine gute Rolle spielen, insbesondere wenn der erneuerbare Anteil, der Anteil an erneuerbaren Energien deutlich oberhalb der, ich sag mal, 50% liegt, es aber dann teilweise zu ganzen Ausfällen von Tagen oder Wochen führen kann, wo wir Inversionslagen haben werden, brauchen wir ein Speichermedium, das deutlich besser darauf abgestimmt ist, langfristig zu speichern, als dass die derzeitigen Stromspeicher sind. Da kann Wasserstoff helfen. Es ist letztlich ein CO2-freies Medium, mit dem man in der Lage ist, längerfristig Energie zu speichern. Ich glaube, dass die Diskussion um den Wasserstoff sich im Grunde genommen in zwei Bereiche aufteilt. Das eine ist das Thema Mobilität, wo, glaube ich, heute im Rahmen der Diskussion auch viele der Herren was zu werden sagen können. Thema Tankstellen, Fahrzeuge, Fahrzeugpools. Da muss man schauen, wie das tatsächlich dann zusammenpasst, auch was die Wirtschaftlichkeit solcher Technologien angeht. Wenn eine solche Infrastruktur da ist, dann ist sie natürlich prädestiniert, um quasi als Zusatznutzen auch tatsächlich eingesetzt zu werden, um fluktuierende Einspeisung zu strukturieren und zu speichern. Die Herausforderung dabei ist letztlich natürlich immer, wie es eigentlich immer ist, das Ganze wirtschaftlich darzustellen. Denn etwas, was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass wir hier ein Subventionsloch haben, wo wir ohne Ende Geld reinschmeißen, ohne wirklich zu wissen, was hinten bei rauskommt. Deswegen ist auch ein Stück weit unser Credo immer, ja, ich glaube, es ist sinnvoll, Anfangs- und Anschubfinanzierung gesellschaftlich auch zu unterstützen. Und auch die EnBW ist ja mit Projekten dabei. Also von daher sehen wir auch die Notwendigkeit dafür. Man muss aber zusehen, dass wenn Technologien einen gewissen Reifegrad erreicht haben, dass sie dann tatsächlich auch in den Wettbewerb treten mit anderen Technologien und in dem Wettbewerb dann zeigen, dass sie halt wirtschaftlich auch wirklich tragbar sind.